Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Movie Days. Und heute mit Avengers, aber bevor das Video jetzt anfängt, ich habe total vergessen, den Merch mit reinzuschneiden und mache das jetzt, bevor die Review beginnt. Was habe ich denn bekommen? Erstmal ein Infinity Gauntlet, aus dem man trinken kann. Kann ich auch hier mal aufmachen. Finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Finde ich cool. Und ansonsten diesen Avengers Becher, der das Logo hier aus dem Hintergrund hat, mit einem Mini Thanos. Jetzt sieht man ihn gut, aber er hat leider an der Seite hier ein paar Makel. Fand ich dann nicht so schön, aber naja, ist halt jetzt so. Habe ich nicht gesehen beim Kauf, sonst hätte ich gesagt, geben Sie mir doch einen anderen. Gut, fangen wir aber jetzt an mit Endgame. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich werde hier heute nicht spoilern, weil jeder Spoiler so ein harter Spoiler sein könnte für euch. Weil in diesem Film einfach unglaublich viel passiert, dass ich das einfach nicht möchte. Ihr sollt den Film für euch erleben. Fangen wir erstmal mit der Kamera an. Epileptiker sollten hier wegbleiben. Denn zu Anfang ist dieser Film noch langsam unterwegs, aber nimmt gegen Ende einen Speed auf mit so viel Inhalten und Schnitten, dass das kein Epileptiker verarbeiten kann. Zur Story muss ich sagen, hier bekommen die Characters mehr Gewicht. Ein Iron Man bekommt zum Beispiel mehr die Story, die ich mir schon in Iron Man 3 gewünscht hätte. Diese Glaubwürdigkeit, die Tony hier wiedergibt, mit gewissen Schmerz umzugehen, finde ich einfach besser gemacht. Auch bei anderen Characters ist es glaubwürdiger dargestellt, wie sie agieren, was sie machen. Zum Beispiel Ant-Man finde ich hier wieder wesentlich besser als wie im zweiten Teil, wo er den Tollpatsch gespielt hat. Finde ich richtig gut. Gefällt mir so, hätte ich gern in den vorherigen Teilen auch zum Beispiel von Black Panther gehabt. Tja, leider gibt's das erst jetzt und leider ist das dann noch richtig gut. Aber na schön, dafür haben wir es jetzt und jetzt finde ich es einfach großartig gemacht. Wir kriegen hier einen wunderbaren Humor, richtig gute Trauer, richtig viel Action und schönen Fanservice. Und ansonsten gibt es viele schöne Momente mit so kleinen Easter Eggs und kleinen Momenten eingestreut, die auf alte Avengers-Filme verweisen oder andere Sachen, wo ich auch hier wieder nicht spoilern will, beziehungsweise zum Teil bekommt ihr es auch noch gesagt oder gezeigt, warum das jetzt eine Anspielung ist. Aber wie gesagt, das sollt ihr dann im Kino erleben. Der einzige Makel, der mir so aufgefallen ist, dass ich doch darüber reden möchte, ist The Grey Hulk oder Professor Hulk, meine ich. Zu meiner Zeit Animated Hulk Serie von RTL war es Grey Hulk. Und in den Comics ist es aber irgendwie Professor Hulk, denn dieser existiert im MCU nicht. Hier haben Bruce Banner seinen Verstand und Hulk sein Körper sich zusammengetan zu einer Person. So, und eigentlich verwandelt sich Hulk dann in ein Grauen, aber das in eine
bräunliche Färbung. Aber das passiert hier leider nicht. Ich dachte, hätte man vielleicht einbauen können, so als Fanservice auf Comics und so. Aber ein anderer Kumpel von mir sagte dann auch später, als wir geschrieben haben, du, das hätten viele vielleicht gar nicht verstanden und ich finde, Hulk in Grün sieht einfach besser aus. Von daher schmerzte ihn das jetzt nicht so sehr. Kann ich irgendwo verstehen, aber ich bin dann wieder zu sehr Fan, als wie das ich sagen würde, ja, vielleicht gefällt mir das auch mehr mit der grünen Farbe vom Field and Look, aber die Lore von Hulk beschreibt halt, er wird grau. Ne? Da bin ich mit mir selber dann doch wieder einig, dann muss er auch grau werden. Muss jeder für sich selber wissen, aber wirklich stören tut's jetzt nicht im Film. Führt eher zu witzigen Momenten, die der Charakter im Endeffekt dann hat, die auch der Graue gehabt hätte. Aber damit möchte ich euch jetzt erstmal alleine lassen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie fandet ihr den Film, falls ihr den schon gesehen habt. Ansonsten keine Spoiler, bitte, denn andere haben den vielleicht noch nicht gesehen oder möchten ihn noch sehen und denen soll das auch gegönnt sein. Ansonsten liken und teilen nicht vergessen. Und damit verabschiede ich mich. Euer Open Beta, bis zum nächsten Mal, ciao.